Im Dezember 2022 meldet ein Forschungsteam etwas scheinbar schier Unglaubliches. Ein Team am Lawrence Livermore National Laboratory in den USA meldet, dass sie bei einem Kernfusionsexperiment erstmals mehr Energie erzeugt haben, als verbraucht wurde. Die Meldung schlägt ein wie eine Bombe. Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt verbreiten sie. Die Rede ist von einem historischen Durchbruch, aber an der Sache ist was faul. Dieses US-Labor forscht gar nicht an Kernfusionsreaktoren, sondern an Atomwaffen. Trotzdem feiert die Öffentlichkeit ihren Forschungsdurchbruch ab, als würde morgen schon das erste E-Auto mit Strom aus dem Fusionsreaktor aufgeladen werden. Was also steckt wirklich dahinter? War das der Durchbruch der Kernfusion, auf den wir so lange gewartet haben? Wann werden endlich die ersten Reaktoren ans Netz gehen und können sie tatsächlich unser Energieproblem lösen? Können wir die Kraft der Sterne hier auf der Erde reproduzieren, um uns mit grüner, emissionsfreier, nachhaltiger Energie für die Ewigkeit zu versorgen? Oder liegt das alles noch viel weiter in der Zukunft, als wir dachten? Darum geht es heute. Mein Name ist Niklas und du schaust die Mindblown University. Abonnier den Kanal, wenn du jede Woche etwas Neues lernen möchtest. Let's go! Eins der größten Probleme der aktuellen menschlichen Zivilisation ist ApoRed. Ja, will er mich f***? Ist Strom. Stromproduktion. Genau, das war's. Um Strom herzustellen, verbrennen wir immer noch wahnsinnig viel Kohle, Gas und andere fossile Brennstoffe. Und dieses Verbrennen produziert CO2. Und das beschleunigt den Klimawandel wie blöd. Vor allem, weil wir in der Zukunft ja immer mehr Strom brauchen werden. Wenn unser Verkehr und unsere Heizungen zum Beispiel elektrisch laufen, dann steigt der Strombedarf der ganzen Welt logischerweise immer weiter an. Und da die Sommer immer heißer werden und auch hier in Deutschland immer mehr Klimaanlagen verkauft werden, beginnt quasi ein Teufelskreis. Aber steht vielleicht das Ende der Klimakrise in den Sternen geschrieben? Keine Sorge, ich fange jetzt nicht an mit Esoterik, sondern ich meine das ernst. Können wir die Prozesse, die dafür sorgen, dass Sterne Milliarden von Jahren leuchten können, hier auf der Erde reproduzieren, um unsere Energieprobleme zu lösen? The power of the sun in the palm of my hand. Es geht um ein prinzipiell leicht zu verstehendes Problem, das aber unglaublich schwierig zu lösen ist. Die Rede ist von Kernfusion. Kernfusion ist der Prozess, der Sternen ihre Energie liefert, also auch unserer Sonne. Dabei verschmelzen zwei sehr leichte Atome bzw. Atomkerne zu einem neuen Atom, daher auch der Name Kernfusion. Bei diesem Prozess wird Energie frei. Kernspaltung hingegen, also das, was in Atomkraftwerken passiert, ist quasi genau das Gegenteil davon. Hier werden sehr schwere Atome auseinandergerissen, wobei auch Energie frei wird. Aber wichtiger Unterschied, für Kernfusion und Kernspaltung werden jeweils komplett andere Atome benutzt. Bei der Spaltung ist das sowas wie Uran oder Plutonium. Und die besten Kandidaten für Kernfusion sind deutlich weniger schädlich. Und vor allem easy und billig zu bekommen. Bei unserer Sonne sind das mehrere Wasserstoffatome mit jeweils einem Proton im Kern. Die verschmelzen in einem mehrstufigen Prozess durch Kernfusion zu einem Heliumatom. Das hat dann zwei Protonen im Kern. Und weil das Heliumatom aber leichter ist als die ursprünglichen Wasserstoffatome zusammen, wird die überschüssige Masse nun in Form von Energie freigesetzt. Und die nehmen wir hier auf der Erde als Wärme und Licht und Sonnenstrahlen wahr. Damit Kernfusion jedoch stattfinden kann, müssen ein paar spezielle Voraussetzungen erfüllt werden. Unter anderem sind eine extrem hohe Temperatur und ein enorm hoher Druck entscheidend. Im Inneren der Sonne herrschen Temperaturen von knackigen 15 Millionen Grad Celsius. Und aufgrund der enormen Masse unseres Sterns herrscht dort ein Druck, der 250 Milliarden mal größer ist als der im Twitter-Headquarter nach Elon Musks Übernahme. Spaß beiseite, der Druck innerhalb der Sonne ist tatsächlich 250 Milliarden mal höher als der unserer eigenen Atmosphäre. Aber auch in anderen Sternen finden Kernfusionen statt. Und je größer und schwerer ein Stern ist, desto größere und schwerere Atome können dabei entstehen. Okay, das klingt ja erstmal ganz interessant. Aber warum ist das jetzt für uns wichtig? Kernfusion bietet ein enormes Potenzial für die Energiegewinnung. Die Energie, die beim Verschmelzen zweier Atome frei wird, könnten wir nutzen. Das Problem von Kernspaltung und Atomkraftwerken ist ja relativ offensichtlich. Dort wird massenweise radioaktives Material gelagert, sie sind einfache Ziele in einem Krieg und wenn sie in die Luft gehen, können ganze Städte und Gemeinden für Jahrzehnte unbewohnbar werden. Siehe Tschernobyl. Und die vielen Tonnen radioaktiven Müll, die will auch niemand bei sich im Garten haben. Aber wie sähe das bei der Kernfusion aus? Zunächst mal wäre die Energiegewinnung durch Kernfusion weitaus effizienter als bei Kernspaltung oder im Kohlekraftwerk. Kernfusion ist etwa 50 mal effizienter als Kernspaltung und sogar eine Milliarde mal effizienter als ein Kohlekraftwerk.
Hinzu kommt, Kernfusion ist witterungs- und standortunabhängig. Das heißt, sie kann bei jedem Wetter überall produziert werden. Und das in Deutschland sogar mit komplett eigenen Mitteln. In Deutschland importieren wir gerade 70% aller primären Energieträger, also Erdöl, Kohle oder Uran. Kernfusion könnten wir theoretisch nur mit unseren lokalen Ressourcen durchführen. Dabei entstünden dann keine klimaschädlichen Emissionen oder lange strahlende radioaktive Abfälle. Und es besteht keine Gefahr einer Katastrophe in Form von einer Kernschmelze. Klingt eigentlich erstmal zu gut, um wahr zu sein, oder? Was müssen wir jetzt also machen? Wenn wir diesen Prozess auf der Erde reproduzieren wollen, sollten wir am ehesten die leichtesten Atome von Deuterium und Tritium miteinander verschmelzen. Das sind Wasserstoffisotope. Isotope sind sozusagen verschiedene Versionen von ein und demselben Atom. Die haben zwar alle dieselbe Anzahl Protonen im Kern, aber unterschiedliche Anzahlen Neutronen. Deuterium hat ein Neutron, Tritium hat zwei Neutronen. Das macht sie unter anderem schwerer als normalen Wasserstoff. Das Gute an diesen beiden Isotopen ist, sie sind zu Hauf auf der Erde vorhanden. Deuterium ist in Unmengen im Meerwasser zu finden und Tritium kann in einem Kraftwerk easy hergestellt werden. Wieso benutzen wir dann noch nicht alle billigen, sauberen Strom aus Fusionskraftwerken? Naja, ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Leute, ich habe richtig große News. XXL-News könnte man sagen. Es gibt nämlich Ideen, die sind so groß und so gut, dass sie das Zeug haben, unsere Welt ein ganzes Stück besser zu machen. Und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Unter dem Motto, wie Wissenschaft die Welt rettet, gibt es eine Special-Ausgabe der Mindblown University Live im XXL-Format. Wir, das sind Jakob von Breaking Lab, Leonie, aka Hey Leonie, Cedric, alias Dr. Watson und Sina von Sonne, Tod und Sterne. Und ich bin auch dabei. Wir stehen alle zusammen am 26. April auf der Bühne der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich schaue mit euch in die Vergangenheit, um herauszufinden, was der Kolonialismus mit der Klimakrise zu tun hat. Wieso stoßen wir eigentlich CO2 aus? Warum hat ein Elektroauto einen CO2-Rucksack? Wie gut hilft uns die Raumfahrt bei der Erforschung des Klimawandels? Welchen technischen Lösungen können wir gegen die Klimakrise ankämpfen? Warum saugen wir das ganze CO2 nicht einfach wieder aus der Atmosphäre? Sichert euch schon jetzt eure Tickets für die Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf am 26. April 2024. Tickets gibt's ab sofort unter www.mbu-xxl.com. Wir freuen uns auf euch. Der Bau von Kernfusionsreaktoren ist technisch hoch anspruchsvoll. Und auch beim Zünden und Aufrechterhalten der Kernfusion, da gibt es einige Herausforderungen. Das größte Problem? Aktuell verbraucht es in der Regel noch mehr Energie, einen Fusionsreaktor zu betreiben, als er an Energie produziert. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also, was macht das Ganze so kompliziert? Wie bereits erwähnt, herrscht in der Sonne ein enorm hoher Druck von bis zu 250 Milliarden Bar und extrem hohen Temperaturen von bis zu 15 Millionen Grad Celsius. Diesen Druck kann man in einem Fusionsreaktor auf der Erde unmöglich erzeugen. Deswegen muss man den fehlenden Druck mit einer noch höheren Temperatur ausgleichen. Das heißt, man benötigt Temperaturen von mindestens 100 Millionen Grad Celsius. Hinzu kommt, erhitzt man Wasserstoff immer weiter, wird aus dem Gas irgendwann ein Plasma. Denn ab 10.000 Grad Celsius teilen sich die Atome in ihre Bestandteile auf, also in Atomkerne und Elektronen. Und genau das ist dieser neue Aggregatzustand, ein sogenanntes Plasma. Das hat verschiedene Eigenschaften, die es von einem normalen Gas unterscheiden. Unter anderem ist das Plasma elektrisch leitend und kann somit von magnetischen und elektrischen Feldern beeinflusst werden. Aber wie kann man solche krassen Temperaturen von 100 Millionen Grad Celsius und mehr überhaupt erreichen? Ein Anwendungsgebiet, wo das bereits geschafft wurde, das sind Wasserstoffbomben. Während eine Atombombe, also Energie von Kernspaltung, freisetzt, setzt eine Wasserstoffbombe Energie durch Kernfusion frei. Damit es aber innerhalb einer Wasserstoffbombe zur Kernfusion kommen kann, muss man vorher extrem viel Hitze und Druck erzeugen. Und das schafft man, indem man innerhalb der Wasserstoffbombe erstmal eine Atombombe zündet. Kein Scherz. Eine Wasserstoffbombe ist zweistufig. Der Atomsprengkopf dient dabei nur als Zünder, um die Kernfusion anzutreiben. Jetzt können wir aber natürlich schlecht in Kernfusionsreaktoren einfach jeden Tag Atombomben platzen lassen. Das würde diese Art der Energiegewinnung doch etwas unnachhaltig machen, sage ich mal. Eine Möglichkeit, um das tatsächlich umzusetzen, ist die Stromheizung. Dabei schickt man einen elektrischen Strom durch das leitfähige Plasma und über den Widerstand wird Wärme erzeugt. Bisschen so wie eine altmodische Glühbirne, die heiß wird. Diese Möglichkeit ist jedoch nur als Anfangsheizung geeignet, da der Widerstand des Plasmas mit zunehmender Temperatur abnimmt.
Eine andere Möglichkeit, um das Plasma zu erhitzen, ist eine Hochfrequenzheizung. Dabei werden elektromagnetische Wellen einer bestimmten Frequenz in das Plasma gestrahlt. Das erwärmt sich dadurch, ähnlich wie bei einer Mikrowelle. Oder aber man schießt mit einer Neutralteilchenheizung sehr schnelle Teilchen in das Plasma, die über Stöße mit anderen Teilchen ihre Energie dann abgeben. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Da das Plasma so heiß ist und auch so heiß bleiben soll, kann man es nicht einfach in einem materiellen Gefäß einschließen. Es würde sofort abkühlen, wenn es die Innenwände berührt. Und spätestens jetzt wird es tricky. Damit das Plasma die Temperatur aufrechterhalten kann, wird es mit magnetischen Feldern von der Gefäßwand ferngehalten. Vereinfacht gesagt ist das ein bisschen so, als würde man das Plasma von allen Seiten mit Magneten nach innen drücken, damit es die Wand nicht berührt. Kompletter Sci-Fi-Shit. Soweit so gut. Wir haben jetzt also ultraheißes Plasma, das von Magnetfeldern in Schach gehalten wird. Und weiter? Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Fusionskraftwerken, auf die sich die Forschung aktuell konzentriert. Tokamak und Stellarator. Klingt ein bisschen so wie ein Pokémon und seine Weiterentwicklung. Beide Anlagen nutzen unterschiedliche Ansätze, um den Magnetfeldkäfig zu erzeugen. Die meisten Anlagen sind heutzutage vom Typ Tokamak. Das Wort Tokamak ist übrigens eine Abkürzung für Ringkammer mit Magnetspulen auf Russisch. Die größte Anlage von diesem Typ heißt ITER und steht in Frankreich. An dem Projekt forschen aktuell 35 Nationen, unter anderem die EU, die USA, China, Russland und Japan. Sie soll 2028 Betrieb aufnehmen und ab Mitte der 2030er Jahre Strom produzieren. Daran gibt es aber auch ganz schön Kritik. Aber dazu später mehr. Bei diesem Typ Tokamak werden drei Magnetfelder erzeugt, die sich überlagern und somit das Plasma im Inneren einschließen. Das erste ist ein ringförmiges Feld, das durch äußere Spulen erzeugt wird. Das zweite Magnetfeld wird durch eine sogenannte Transformatorspule in der Mitte erzeugt, in dem ein Strom durch das Plasma fließt. Diese beiden Felder kombiniert sind dann dazu da, einen Magnetfeldkäfig zu erzeugen und das Plasma einzuschließen. Und das dritte Magnetfeld verläuft vertikal und fixiert die Lage des Stroms, der durch das Plasma fließt. Diese Sorte Fusionsreaktor ist am besten erforscht und wird erfolgreich in der Forschung eingesetzt. Der große Nachteil ist, dass das Kraftwerk nicht dauerhaft laufen kann, da der Transformator in der Mitte nach einer bestimmten Zeit entladen und neu hochgefahren werden muss. Es wird zwar versucht, dieses Problem zu lösen, bisher aber ohne wirkliche Erfolge. Die zweite Möglichkeit, ein Fusionskraftwerk aufzubauen, ist der sogenannte Stellarator. Dazu gehört zum Beispiel Wendelstein 7X in Greifswald, die größte Anlage vom Typ Stellarator weltweit. Der Unterschied ist bei diesem Aufbau, dass der Magnetfeldkäfig durch ein einziges Spulensystem erzeugt wird, statt drei. Es gibt bei diesem Typ keinen Längsstrom durch das Plasma, sodass es auch keinen Transformator in der Mitte gibt. Deshalb ist der Stellarator auch eher zum Dauerbetrieb geeignet. Aber die Magnetspulen müssen dafür eine bestimmte Form haben. Und um die genau zu berechnen, braucht es ordentlich Computerpower. Erst in den 1980er Jahren wurden Computer leistungsfähig genug, um sowas leisten zu können. Deswegen haben Tokamak-Reaktoren auch noch heute einen erheblichen Vorsprung in Bezug auf die Forschung. Es gibt auch Probleme, die alle Fusionsreaktoren haben, egal welcher Bauweise. Zum Beispiel müssen sie mit Verunreinigungen klarkommen. Etwa wenn einzelne Atome aus der Wand herausgeschlagen werden und ins Plasma gelangen, dass sie abkühlen. Und außerdem würde auch in solchen Reaktoren radioaktiver Abfall anstehen. Allerdings würde dieser Abfall nicht so lange strahlen wie der von einem klassischen Atomkraftwerk und man bräuchte kein Endlager. Also, ihr merkt schon, so ein Fusionskraftwerk ist sehr kompliziert und es ist eine ganz schöne Herausforderung, sowas zu konzipieren. Aber trotzdem gab es in den letzten Jahren einige entscheidende Meilensteine in der Kernfusionsforschung. Zum Beispiel im Dezember 2022 im Lawrence Livermore National Laboratory in den USA. Hier hat man es zum ersten Mal geschafft, mit einem Fusionsreaktor mehr Energie zu gewinnen, als benötigt wurde, um die Kernfusionsreaktion zu zünden. Und das ist super wichtig, um Kernfusionsreaktoren in der Zukunft mal so nutzen zu können, dass es sich lohnt. Wenn ich immer mehr Energie aufbringen muss, als ich am Ende nutzen kann, ja, dann bringt mir die Kernfusion ja auch nichts. Diese Meldung, die ist ganz schön eingeschlagen in der Presse. Und auch deutsche PolitikerInnen haben dazu direkt erstmal eine Promotour gestartet, um deutsche und europäische Kernfusion nach vorne zu bringen. Nur gibt es da ein entscheidendes Problem. An diesem Labor in den USA forscht man eigentlich gar nicht an Stromproduktion durch Kernfusion. Moment mal.
wozu war das denn dann gut? Am NEF nutzte man 192 Laser, um 2,05 Megajoule an Energie auf einen winzig kleinen Glaszylinder zu übertragen. Dadurch erhitzt sich ein Pellet auf mehrere Millionen Grad Celsius und bringt Deuterium und Tritium zum Schmelzen. Bei dieser Kernfusion wird Wärme frei und das Labor rechnete aus, dass dabei 3,15 Megajoule an Energie freigesetzt wurden, also 54% mehr, als hineingeflossen ist. Dabei wird aber erstmal eine wichtige Zahl unterschlagen, nämlich die Energie, die die gesamte Anlage benötigt, um diese 192 Laser überhaupt erst zu betreiben. Das waren nämlich 322 Megajoule an Energie, also mehr als 100 Mal so viel, wie beim Fusionsprozess freigesetzt wurde. Das ist ungefähr so, als würde ich mich dafür abfeiern, dass ich heute nur 10 Minuten Screentime an meinem Handy hatte, aber stattdessen 16 Stunden am Fernseher hing. Und das Ganze hat auch nur einen Bruchteil einer Sekunde lang geklappt. Für Stromproduktion müsste dieser Prozess eher einige Stunden anhalten. Und jetzt kommt der Knaller. In diesem Labor in Kalifornien versucht man gar nicht, einen Kernfusionsreaktor zu bauen. Nein, man arbeitet daran, das Atomwaffenarsenal der USA zu warten und zu optimieren. Die Pressemeldung, dass man hier einen Durchbruch in der Kernfusion erzielt hat, ein wichtiger Meilenstein für die Stromproduktion, naja, das ist eher ein bisschen schön geredet und ehrlich gesagt ein Marketing-Coup. USA erzielt Durchbruch bei Atomwaffenforschung, hätte glaube ich nicht so viel positive Presse erzielt. Viel interessanter sind da eher Meldungen vom JET in Oxford, wo 2021 der Rekord für die längste aufrechterhaltene Verschmelzung von Atomkernen erzielt wurde. Oder eben die Forschungsarbeit von den Fusionsreaktoren in Garching und Greifswald. Wir erreichen hier definitiv große Meilensteine und es scheint auch voranzugehen. Aber wir sind immer noch weit davon entfernt, bald auf einem großen Level Kernfusion zu betreiben. Aber wir pumpen dennoch seit Jahrzehnten Milliarden an Euro in die Forschung, ohne wirklich zu wissen, ob sich das jemals rentieren wird. Und genau das ist auch der entscheidende Knackpunkt der Kritik an Kernfusion. Der Hauptpunkt, der von vielen Kritikern aufgeführt wird, ist der, dass Kernfusion zu viele Fördergelder verbraucht und gleichzeitig keinen Nutzen für den Klimaschutz und unser Energieproblem haben wird. Die Kosten seien deutlich höher als geplant und Zeitpläne würden immer wieder verschoben werden. Außerdem sind wir angeblich noch so weit von der großflächigen Nutzung der Kernfusion entfernt, dass die Fördergelder keinen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Nehmen wir mal als Beispiel ITER, also diesen Kernfusionsreaktor in Südfrankreich. Der wurde 1985 von US-Präsident Ronald Reagan und Mikhail Gorbatschow ins Leben gerufen. 1999 wurde das Design beschlossen und 2010 begann der Bau. Hier arbeiten 35 Nationen zusammen. Die EU übernimmt ganze 45% der Kosten und Deutschland ist dann natürlich ganz vorne mit dabei. Das Problem? Ursprünglich dachte man, dass das Ganze ungefähr so 6 Milliarden Euro kosten würde. Bislang hat man aber eher das Doppelte reingesteckt und kein Strom wurde bisher produziert. 2026 will man das erste Mal Plasma zünden und 2035 das erste Mal Strom produzieren. Aber selbst wenn das gelingt, ist es von dort an immer noch ein langer Weg, dass wir hier im großen Stil Strom für ganze Städte oder Industriezweige produzieren. Aber was ist eure Meinung zu dem Thema? Ist die Kernfusion die Zukunft oder die Forschung daran die reinste Geldverschwendung? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im Video nächste Woche. Bis dahin, ciao.